Hallo Mitspieler, mein Name ist Joshu und ich spiele heute mit euch Go. In diesem zweiten Go-Video zum Spielen mit Crazy Stone Deep Learning möchte ich ausprobieren, wie sich das Programm auf dem Level 12k macht. Ich starte ein neues Spiel und sage 12k. Ich möchte gern mit Weiß spielen. Boardgröße 19, Kumi 6,5. Ohne Zeitlimit, japanische Regeln. Com Resign, Start Game. Ihr seht, dass ich jetzt mal hier eine neue Skin ausprobiere. Das heißt, ein bisschen anderes Layout. Eine etwas blumige Grafik bei diesem Go-Brett, beim Gobang. Ist nicht so mein Style, werde ich im nächsten Spiel auch wieder ändern. Ich wollte es bloß einfach mal ausprobieren, euch zeigen, wie das aussieht. Schwarz beginnt auf dem 4-4-Punkt. Ich gehe auf den gegenüberliegenden Punkt. Denn hätte ich jetzt hier gespielt, ja, hier, dann hat ja Schwarz die Möglichkeit, hier zu spielen. Und das bedeutet wiederum, dass ich auf diagonal gegenüberliegenden Ecken anfangen müsste. Das möchte ich nicht, deshalb war das mein zweiter Satz hier in der Ecke. Schwarz spielt Sanrensei. Das spielt das Programm relativ häufig, so erscheint es mir. Ich gehe mal hier in die Ecke, mache meinen Eckriegel und Schwarz spielt jetzt hier. Ich besetze einen großen Punkt auf der Seite. Das ist eine sehr großräumige Ausdehnung. Gut für mich. Jetzt kommt hier ein Zug, der meine Ecke von rechts angreift. Verschiedene Optionen. Ich könnte mit dem Kamer hier spielen. Ich könnte mit dem Tobi auf der vierten Linie springen, die Ecke dicht machen, den Kick spielen. Der Kick, also dieser Zuke an diesem Punkt, bringt Schwarz dann dazu, hier einen Verlängerungszug zu spielen, weil es einfach für ihn untragbar wäre, zuzulassen, dass Weiß dann nochmal hier spielt. Das Problem ist nur, dass Schwarz dann von diesen zwei Steinen ausgehend eine ideale 3-Punkt-Ausdehnung hat. Deshalb passt mir das nicht. Das möchte ich eigentlich nicht machen. Ich denke, ich spiele den Standard hier. Kamer. Trenne. Und schau mir an, was Schwarz jetzt im Innenraum hier veranstaltet. Ja, Schwarz will in der Ecke leben. Dieser Zug ist Vorhand, also Sente, weil dieser Zug droht, hier unten durch zu verbinden. Das werde ich nicht zulassen. Gehe ich dazwischen. Und der Zug scheint mir problematisch, denn damit kann Weiß jetzt die vier Steine angreifen und ja, das könnte zum Problem werden. Ich glaube, dieser Zug ist Sente, den sollte ich auf jeden Fall machen. Das ist ein Vorhandzug. Und den mache ich auch noch. Ja,
Hol mir die 3. Und jetzt kill ich die Steine in der Ecke. Das wird nicht funktionieren. Ich gehe. Geh mal hier rein. Welche Ideen hat Schwarz jetzt? Ja, und dieses Quadrat bekommt Schwarz nicht zum Leben. Das heißt, die Steine sind verloren. Okay. Tja, nun hat Weiß schon so viele Vorteile, dass es sich jetzt sehr entspannt, sehr relaxed weiterspielen lässt. Hier spielt Schwarz den Kick, dazu hatte ich gerade was gesagt, also diesen Zuke, der lässt zu, dass ich eine ideale Ausdehnung hier spiele. Das ist zu gut für Weiß. Dieser Satz ist ein strategisch wichtiger Punkt, denn ihr seht, dass hier die Gebietsanlage von Schwarz mit der Gebietsanlage von Weiß zusammenstößt. Und ja, es liegt in der Natur der Sache, dass jeder Stein, den Weiß hier spielt, das Potenzial von Schwarz reduziert, aber das Potenzial von Weiß vergrößert. Das ist also vorteilhaft für Weiß. Tja, hier könnte ich mich hineinfräsen. Aber ich denke, diesen Zug lasse ich für später und blocke. Und spiele dann hier weiter. Ja, und man sieht, dass das gleiche Prinzip wie im letzten Spiel. Schwarz gibt mir hier einfach zu viel. Gehe ich noch einmal mit. Und hier gehe ich wieder runter. Das wird nicht viel nutzen. Ja, da gibt es einen Atari. Das ist okay. Und diese drei Steine wollen jetzt in diesem gigantischen Gebiet oder in dieser riesigen Gebietsanlage von Weiß überleben. Und das ist sehr schwer. Insbesondere, wenn Weiß die Ränder besitzt, dann ja, wird das sehr, sehr schwierig für Schwarz, hier eine Augenform zu konstruieren. Mit solchen Zügen zwinge ich Schwarz in eine feste Form. Ah, das kann er haben. Dann gehe ich hier hin, um wiederum die Basis zu verweigern. Und jetzt möchte Schwarz hier rüber. Diesen Weg blockiere ich. Und der einzige Punkt, auf den ich achten muss, ich möchte nicht, dass Schwarz entkommt und ich möchte nicht, dass er die Jungs hier splittet. Deshalb
denke ich, dass das mir hilft. Und schwarz bohrt sich da unbeirrt weiter. Ja, aber das ist dann irgendwann auch vorbei. Ich verbinde. Ja, den Atari kann Schwarz machen. Und wenn die gesamte Gruppe hier stirbt, dann ja, dann ist das Spiel eigentlich vorbei. Die schwarze Gruppe hier hat keine zwei Augen, hat noch nicht mal ein Auge. Der aktuelle Status ist also, diese Gruppe lebt nicht. Was Weiß jetzt einfach nur tun muss, ist das, was bereits da ist, zu sichern und die sicherste Invasion, die hier möglich ist, ist die Sansan-Invasion, also auf dem 3-3-Punkt. Das Gebiet ist so riesig, da kann Weiß gut überleben. Und das ist ein Standard-Abtausch. Der, so wie er jetzt verlaufen ist, nicht nur bedeutet, dass Weiß dort lebt, sondern Weiß geht auch als erster aus der Situation hervor. Das heißt, Weiß hat Sente. Das ist ein großer Vorteil. Mit diesem Stein drohe ich diesen Cut an. Da kann ich mich noch ein bisschen reindrücken. Und Black has resigned. Immerhin, diesmal 131 Züge. Ja, wir können uns mal anschauen, was das Analysetool dieses Programms hergibt. Ihr seht hier verschiedene Tabellenkolumnen. Das ist die, sind die Züge, also die Zugnummer, das ist der tatsächlich gespielte Move, die Zeit. Bei diesem Wert Playout handelt es sich um die Durchspieltiefe des Analysemoduls. Das heißt, wenn wir jetzt mal durchgehen, die ersten drei Züge werden normalerweise nicht analysiert. Das geht meist mit dem vierten Zug los, ja, mit dem vierten Zug, mit dem hier von Weiß. Da sagt mir das Programm mit einem Durchgang von 23.000, 34.000 und so weiter, dass er lieber Q4 spielen würde. Ja, das heißt also den Sternpunkt hier. Okay, nehme ich so hin. Gehe mal weiter. Reguliere das mal so ein, dass man die beiden letzten sieht, weil das sind eigentlich die interessanten Werte. Hier also immer der Wert, der vorgeschlagen wurde. Und wenn hier dieses Delta ist sozusagen die Differenz vom Optimalwert, also wie stark sich das von dem unterscheidet, was das Programm eigentlich möchte. Sansan wurde gespielt. Der Computer sagt oder das Programm sagt, dass die bessere Spielweise Q5 gewesen wäre. Also Q5. Kakari an dieser Ecke. Okay. Was sagt er zu meinem Zug? Hier sagt er, F3 hätte er lieber gesehen. F3 ist der Approach Move, also der Kakari an
diese Ecke, F3, das fände er besser. Die Frage ist natürlich, mit welcher Tiefe wird das jetzt errechnet? Ihr seht, dass sich die Werte immer noch ein bisschen ändern. Das heißt, solange ich auf diesem Zug drauf bin, scheint das Modul das durchzurechnen. Sieht man auch hier vorne. Das ist jetzt, wird jetzt mit 10.000, 11.000 Durchspielmanövern simuliert. Und der beste Zug, den das Rechenprogramm empfindet, also diese Berechnung, ist O17. Und O17 wäre, O17 wäre dieser Kakari hier. Okay, gehen wir mal weiter. Hier ist das Programm ebenfalls unzufrieden und würde lieber K4 spielen. K4 ist eine Linie höher. Ja, das hat damit zu tun, dass eben je höher der Satz ist, desto mehr geht er auf Zentrum, auf Einfluss in Richtung Zentrum und je mehr er am Rand steht, desto mehr geht er auf Territorium am Rand. Und ihr seht ja, dass die gesamte Gebietsanlage von Schwarz, zumindest diese Sanhansay, drei Sanhansay-Punkte, sind auf der vierten Linie. Und um das zu kontern, schlägt das Programm vor, ebenfalls auf der vierten Linie zu spielen. Dann, oh, das Ende, habe ich ganz nach vorn gesprungen. Gehe ich mal ein bisschen weiter. Tak, tak, tak. Ja, mit dem Satz ist das Programm ebenfalls nicht einverstanden. Da würde er lieber R14 sehen. R14, also Angriff von der Seite. Ja, um einfach auch den in die Zange zu nehmen. Also ihr seht, dieses Analyse-Tool ermöglicht die eigenen Züge vor dem Hintergrund der tieferen Rechenkapazitäten des Programms zu analysieren und ja, wenn das tatsächlich eine Analyse auf dem Level eines Siebendan ist, dann kann man da schon durchaus einiges von lernen, bin ich der Meinung. Gehen wir im Spiel ein bisschen weiter. Weiß schließt hier die Ecke. Schwarz springt da rein. Das ist grundsätzlich möglich, aber es ist nicht empfehlenswert, weil das Leben hier in der Ecke klein ist. Und dazu führt, dass Weiß eine Wand hierher bauen wird. Also Weiß wird nicht auf die Idee kommen, auf der Linie die Wand zu bauen, sondern geht hier lang. Und das bedeutet wiederum, dass die nächste Invasion von Weiß hier zu erwarten ist. Denn hier entstehen jetzt viele weiße Steine und die können diese Seite angreifen. Selbst wenn Schwarz hier mit 3-4 Punkten lebt, ist das kein guter Deal. Schwarz blockt. Beziehungsweise Weiß blockt. Gehen wir nochmal zurück. Tang, tang, tang. Also hier, Schwarz krabbelt unten durch oder möchte unten durchkrabbeln. Weiß blockt. Schwarz verbindet. Weiß schließt die Ecke. Also schließt diese Verbindung hier. Und damit sind diese vier Steine abgetrennt und müssen jetzt schwer darüber nachdenken, wie sie leben wollen, weil der Raum hier an sich, das kann schwierig werden. In unserem Fall denkt Schwarz überhaupt nicht daran, sich um seine Ecke links Gedanken zu machen, sondern spielt was anderes. Der Zug ist noch okay, weil der mich ja zwingt, hier runterzugehen, wenn ich nicht möchte, dass die sich verbinden. Aber spätestens jetzt muss man halt kalkulieren, werden diese vier Steine dort überleben? Und das werden sie nicht. Dieser Zug ist nicht Sente. Das ist keine Vorhand. Darauf muss ich nicht reagieren, sondern kann die jetzt töten. Die einzige Geschichte, über die ich mir Gedanken machen muss, ist, ob dieser Schnittpunkt für Weiß problematisch wird. Wenn jetzt Weiß anfängt, hier herumzuspielen
ob Schwarz die ablaufen kann. Ich sehe aber, dass ich selber auf diese Steine Druck ausüben kann, indem ich hier einen Hane spiele. Und das habe ich auch gemacht. Jetzt spielt Schwarz den Konter-Hane und ja, das gibt die Möglichkeit, hier reinzugehen. Wenn jetzt Schwarz Atari spielt, kann Weiß wieder Atari spielen und so weiter. Das ist also eigentlich für Weiß eine gute Sache, nur Schwarz realisiert das gar nicht. Der Zug, der diesen weißen Stein ge eventuell gefangen hätte, wäre der gewesen. Mit diesem Stein läuft Weiß ja alle schwarzen Steine ab. Also schwerwiegender Fehler. So, und jetzt ist die Situation für Weiß so komfortabel, dass der Cut überhaupt keine Rolle mehr spielt, also dieser Schnittpunkt hier. Ja, und der, also das ist auch ein klassisch schlechter Zug. Ich weiß nicht, ob das ein 12K-Level-Zug ist. Möglich. Der ist jedenfalls nicht gut. Mit dem Zug tötet Weiß die schwarze Gang. Na, Schwarz könnte jetzt versuchen, ein Auge zu bauen, indem er, oder androhen, ein Auge zu bauen, indem er hier spielt. Aber das Problem, was dabei entsteht, ist, dass Weiß hier und hier reingehen kann. Also schwierige Situation und so schon gar nicht. Ihr seht, was da passiert. Das heißt, Schwarz wird in der Ecke nicht überleben. Und deshalb spielt Weiß auch gar nicht mehr dort. So, das bedeutet, dieser Quadrant ist bereits weiß, ja, oder dieser Teil des Bretts ist weiß und die Stärke von Weiß strahlt auf diese Gruppe aus. Das heißt, wenn es irgendwie dazu kommt, dass Weiß hier sich verankert, haben diese Steine wiederum ein Problem, weil die weißen Steine so stark sind. Und das ist auch nicht gut gelaufen für Schwarz. Das ist der Kick, dazu hatte ich schon was im Spiel gesagt, der ist nicht gut. Weiß kommt jetzt dazu, am Gelenkpunkt zwischen den schwarzen und weißen Steinen, zwischen diesen großen Gebietsanlagen zu spielen. Und das ist sehr vorteilhaft für Weiß. Der ist unnötig und zu langsam. Und Weiß kommt jetzt dazu, hier nochmal zu spielen, droht dabei, hier reinzugehen. Und ja, man will nicht sagen, dass das schon Game Over ist, aber es ist im Grunde genommen absehbar. Jetzt kommt diese ganze Geschichte. Das ist uns ja schon im anderen Spiel aufgefallen, dass Schwarz oder Crazy Stone fleißig baut. Er ja, ist ein Builder, baut schön große Gebietsanlagen. Das Problem auf den unteren Level, hier 13. Q, 12. Q ist nur, dass es diese Gebietsanlagen baut, ohne sie wirklich schützen zu können. Denn wenn jetzt Weiß all dieses Gebiet hier erhält, Schwarz dieses Gebiet erhält, allein damit würde Weiß ja schon vorn liegen, weil der ganze Bereich des Brettes ja größer ist als der. Aber dazu kommt noch, dass diese Position hier am Rand von Weiß unterlaufen werden kann. Das heißt also, dieses Gebiet reduziert sich nochmal. Und deshalb kann das nicht funktionieren. Ja, Schwarz reduziert hier noch ein bisschen. Jetzt kommt dieser Einstieg. Und das hier, das hat in so einem Mojo, heißt diese Gebietsanlage, nur sehr, sehr geringe Aussichten zu überleben. Die gehen gegen Null. Das muss man so sagen. Okay. Ja. Weiß riegelt die Schwarzen ein, wie erwartet. Hier kann Schwarz nochmal eine Drohung spielen, aber im Grunde genommen, dadurch, dass diese beiden Steine jetzt mit diesem Menschi-Zug
zu fangen sind, also ich brauche Airbus hierher gehen und kann den dann rausnehmen, ist die Verbindung da. Das bedeutet, die Schwarzen kommen hier nicht raus, die Schwarzen haben hier kein Auge, die Steine sind nicht angreifbar, die weißen Steine, und deshalb sterben die hier drin. Und damit war das Spiel ja aber noch nicht zu Ende, sondern jetzt konsolidiert weiß auch den Rand, und das ist jetzt da der Todesstoß. Hier fräst weiß nochmal so viel Gebiet aus dem schwarzen Einflussbereich raus, dass ich Schwarz davon nicht erholen kann. Wir können ja mal gucken, wie das mit dem Territorium aussieht. Das behauptet jetzt der Computer, das Programm. Das wäre alles weiß, inklusive Gefangene, und das wäre schwarz. Und das bedeutet, weiß führt mit 95,5 Punkten. Das ist also ein guter Grund für Schwarz aufzugeben. Man kann nicht wirklich sagen, dass das Programm jetzt von diesem einen Spiel ausgehend deutlich stärker spielt auf dem Level des 12K. Nun ist es so, dass für einen etwas geübteren Spieler, wie ich es bin, es glaube ich auch keinen Unterschied macht, ob er gegen einen 12K oder 13K Gegner spielt. Das lässt sich wohl kaum bemerken. Ich denke, was interessant werden könnte, wenn wir in der Zukunft sehen, wie sich das Programm in der Perspektive verhält. Das heißt, wie sieht es dann bei 10K aus, wie sieht es bei 8K aus, bei 5K und so weiter. Ich denke, das könnte interessant werden. Ich werde trotzdem das nächste Spiel Schritt für Schritt erstmal auf 11K spielen und schauen, wie sich das Programm dann schlägt. Ich hoffe, dieses Go-Video hat euch gefallen. Falls ja, lasst einen Daumen hoch da und ein Abo. Falls ihr Anmerkungen, Fragen, Hinweise habt, falls ihr selber Erfahrung mit Crazy Stone habt, schreibt in den Kommentarbereich. Ich würde mich über eine Rückmeldung freuen. Bis dahin, macht's gut. Bye bye.